Wir sind hier in Hannover auf der HMI, Europas größte Industriemesse. Sind hier im Pavillon vom Land Baden-Württemberg und hier auf dem Stand der NBW, wo wir alle unsere aktuellen Produkte ausstellen und zeigen und mit den Kunden direkt in Kontakt treten dürfen. Man hat hier wirklich viele, viele Kontakte, viele Fachgespräche, aber auch viele Gespräche mit tatsächlichen Anwendern, die uns da hier ein klares Feedback geben können, wie so eine Infrastruktur auszusehen hat, aus ihrer Sicht. Wir machen viel richtig, aber wir können natürlich immer lernen. Die vernetzte Energiewelt ist für uns eigentlich die Energie der Zukunft. Im Idealfall produziere ich meinen eigenen Strom zu Hause über eine Photovoltaikanlage und nehme den überall mit, wo ich ihn brauche. Beim Arbeitgeber, wenn ich mein Auto dort laden möchte, meine Ferienwohnung beispielsweise. Vielleicht habe ich auch sogar die Möglichkeit, dass ich irgendwie noch Kinder habe und die studieren in einer anderen Stadt und kann die dann auch versorgen mit der Energie, die ich zu Hause produziere. Mein Bereich ist die Elektromobilität und tatsächlich die Schnittstelle dann zu Solar Plus ist dann die Lademöglichkeit in der Garage, richtig? Genau. Und da ist dann wirklich die Herausforderung jetzt, was Intelligentes zu schaffen, was mit den Anforderungen zu Solar Plus dann passt. Meine Hoffnung ist, dass ich es tatsächlich live noch miterlebe, dass alles elektrisch fährt. Das wird wahrscheinlich nicht ganz passieren, aber für mich wird es schon tatsächlich reichen, wenn wir in Ballungsgebieten einfach dieses Thema Elektromobilität, wie beispielsweise in Stuttgart, noch mehr verankern können und dann damit über die Landesgrenzen dann hinaus die Versorgungssicherheit einfach sicherstellen können und dann wirklich zur Realität lassen werden. Wir fahren von Stuttgart nach Hamburg und es funktioniert einfach.